Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent, too, for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? You may go. I, too, am to depart on a journey. Upon the dark path, only I may tread. Leute, zusammen sind wir wieder, jawohl, hier in Elden Ring, der bezaubernden Anna vor Renars Turm. Das Siegel ist gebrochen. Wir haben ja Rani, ich habe die Quest nicht komplett in der Reihenfolge machen können, weil ich ja nicht, ich wusste ja nicht, was ich machen soll. Ja, wenn ich da also nicht google, dann bin ich nicht aufgeschmissen, da ich ja offline spiele, habe ich keine Ahnung. Jetzt habe ich also das mit Blade, den habe ich zwar gefunden im Gefängnis. Ich hätte scheinbar vorher mit Ichi reden sollen, was aus Blade geworden ist. Blade habe ich aber auch nicht in Siofra gefunden. Da war ich noch relativ früh. Ich wusste gar nicht, dass der lebt oder dass der existiert. Ist jetzt einmal scheiß Wurst, egal. Auf jeden Fall haben wir Rani die Fingertöterklinge gegeben. Und wir waren ja da unten bei Astel, der Ausgeburt des Abgrunds. Und da bräuchte man den Eidring. Der Eidring ist ein Dunkelmondring, der befindet sich aber bei Renala in der verschlossenen Truhe in der Akademie von Raya Lucaria. So war ich okay? Von Rani haben wir im Gegenzug so eine Statue gekriegt. So eine umgedrehte, wie heißt die auf Englisch? Ich weiß nicht mal, wie die auf Deutsch heißt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Die heißt irgendwie Carrion Inverted Statue. Also invertiert, also umgedreht, ne? Und ich habe gedacht, die bräuchte man nur für hierher. Waren das wieder da? Beim Lehrsaal, karianischer Lehrsaal. Kann aber sein, dass die uns jetzt durch das, dass die uns gewohnt, dass die ach gleichzeitig das Siegel gebrochen. Ich war ja da nicht nochmal da. Wir haben uns ja da unten rumgedrückt im Hollisee, ne? Und um das Siegel zu brechen, brauche ich aber einen Schlüssel, um an die Truhe zu kommen, um dort den Dunkelmond drin rauszuholen. Und eben kurz vorm Fäulnissee erscheint ein unheilvoller Schatten. Und den müssen wir besiegen, von dem kriegen wir den verlorenen Schlüssel oder sowas ähnliches. Weiß ich nicht, ob ich das... Was? Was? Will jemand rein oder was? Nein. Jetzt gehe ich erst einmal da neu. Weil da weiß ich jetzt nicht, was mich erwartet. Weil ich habe den nicht triggern können. Ne? Ich bin ja da vorbeigetappt. Wir haben uns ja den See angeguckt. Und da war ja kein unheilvoller Schatten. War nicht einmal einer. Es war nicht einmal zwei. War eigentlich gar keiner, wenn ich so will. Gut, der Schneehexe. Probe der Schneehexe. Okay, was ist denn das? Magisch. Von Renna oder von Rani. Ja, sieht gut aus. Aber alles. Aha. Angeblich wurde die Puppe mit Rannis Seele nach ihrem Abbild erschaffen. Dieses stammt von der Schneevettel, die Rani tief im Wald traf, als sie noch jung war. Die alte Hexe war eine Meisterin der eisigen Zaubereien. Sie brachte Rani alle insgeheim all ihr Wissen bei. So. Das Einzige, was ich da jetzt rausgehört habe, ist Puppe. Geht es noch irgendwo anders hier oder was? Oder sind wir schon wieder fertig da in dem Turm? Das war jetzt alles? Ah ne, da geht es ja nach oben. Immer so in den Türme. Die gehen bis oben, hier haben die Leitern gebaut. Da ist er, der Teleporter. Und der misst uns jetzt
an die Einsel bringen, wo wir die Puppe finden. Und wenn wir die Puppe haben, dann müssen wir so lange mit ihr quatschen oder so ähnlich, bis sie uns eine Aufgabe ergibt. Meine Fresse, ja. Das ist ziemlich umfangreich, die Quest, oder? So zwischendurch mal erwähnt. Okay. Der Anfang scheint. Da ist er. Da liegt sie da vorne. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Pass mal auf. Hol mal. Das ist sie. Hundertprozentig. Oder das? Nö. Wenn ich jetzt weiß, wo ich bin. Hauptamt der Einzel. Ajo, was habe ich gesagt? Da ist unser Dings. Winzige Rani. Also die ist ganz klein. Jetzt nur eine Puppe. Praktisch so, sag mal, Format von He-Man oder sowas. Nehme ich auch. Gut, aber wenn wir schon da sind, paar Glühwürmchen, können wir Eis sammeln. Und jetzt theoretisch... Ach, da liegt ja auch noch ein Glühwürmchen. Ah, und die Taubennetze. Und jetzt ist hier das Leuchtfeuer, das haben wir ja schon aufgemacht. Raste mal hier. Bis zum Morgen, weil es... Ach so, da hat es gestanden eben. Ich denke eben, mal mit Rani sprechen. Achtung, da steht es doch. So. Mit winziger Rani sprechen. Bist du dumm oder was? Na, sagen wir was lauter. Vielleicht hört das Hörgerät auch. Ich weiß es ja nicht. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Perform for me. Eliminate the baleful. The name of Rani. I will not. Perform, eliminate the name of Rai will not. Okay, also scheinbar sagt sie nicht mehr. Ne? Ich habe jetzt dreimal probiert und Anna, du hast ja auch mit ihr gesprochen. Du hast ja doch gehört, was er gesagt hat. Gut, jetzt unheilvolle Schatten. Gut, jetzt kann, normalerweise würde ich jetzt so weitergehen, aber ich bin ja schon weitergegangen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder von da daher, oder wir kommen gleich von da, nehmen den Aufzug, fahren hoch und überraschen den. Der müsste jetzt da sein. Wenn er nicht da ist, dann muss ich leider nochmal kurz cutten oder kutten. Jetzt müsste man da den unheilvollen Schatten und der muss uns den Schlüssel geben. Dann zu Renala. Und dann zurück zu dem Astralen oder wie der Käse hat. Und dann durch die Tür und dann sehe, was da, weil da habe ich nicht weiter gelesen, was dann kommt. Keine Ahnung. Weil ich wollte ja nicht zu viel spoilern. Das hat mir doch schon gereicht, was da rausgekommen ist. Jetzt gucke, ob der da schleicht dich mal nach. Der Hauptarm der Einzel, warte mal, ob der da ist. Genau. Ah, doch, da, guck mal, der da. Der ist denn das? Blade, oder? Aber ein bisschen spät für Blade. Okay, warte mal, das weiß nicht, dass wir kommen. Unheilvolle Schatten. Das sind mehrere. Oh, Shadow. Thou art the last. Tell the two fingers that Rani the Witch cometh to rend thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Aha, sie war, die Puppe hat gesprochen. In welcher Tasche huschen die Puppe?
Also, ich bin mal gespannt, ob der uns bemerkt. Kann ich da eigentlich jemand rufen? Nein, nein. Muss ich allein? Müssen wir uns allein mit dem rumschlagen? Wow, hat der. Der hat mal gar keine Chance, gell? Aber ich habe ein kleines Hieb konnte ich ihn verpassen. Warte mal, wie. Achtung! Was halte ich denn da davor? Oh, der hat er nicht viel davor. Oh, was macht denn der für eine Scheiße mit? Kann ich blocken ein bisschen? Ah! Oh, 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 hat er viel dabei. Ja. Hallo, mal, ich wollte nochmal. Achtung, ist gleich springen da wieder. Oh, ich hab nicht aufgepasst, ey. Das zieht nur mal noch. Du hast gar nicht die Laterne ausgerüstet, oder? Wieso das nicht? Okay, noch ein bisschen. Warte mal, ihr kommt daher. So, ich sagte, der weggeworfene Palastschlüssel. Den Hammer. Mutter, liegt noch was an, dann nimm's mit. Und jetzt geht's auf nach. Geht's jetzt hier? Und zwar zu Renate. Achtung. Wo waren die wieder? Wo bin ich denn überhaupt? So. Gucke, was er meint. Ah, die muss ich ja gar nicht mit da reden, ne? Können wir einfach. Und die Kiste. Machen auf. Nehmen wir den Schlüssel und raus hier. Die Kiste jetzt. Die war doch da irgendwo. Da war doch die Kiste. Renato, steht die Kiste weg. Ach du. Okay, ich habe ihn benutzt. Ich sah den Dunkelmond drin. Ab. Jetzt ab. Weg. Und dazu, wo waren das? Da, warte mal, wo waren wir da? Zu Hansel oder wieder Käse Hansel? Ach, sag bloß, doch, ich hab, ich hab da, ich hab da Leuchtfeuer aufgemacht bei dem Heini. Oder nicht? Da ist es, ach du Scheiße, hab ich Angst gekriegt. Ich muss ja schon wieder durchlaufen. Astel, Ausgeburt der Wildnis. So, Heulnisse, immer noch? Sieht aber gut aus. Ja. Okay, da waren wir bloß noch das Tor finden. Ah, das ist es so. Das Siegel ist gebrochen, weil wir den Ring schon haben. Kann er nicht sein, oder? Der Moment, das. Jetzt bin ich durcheinander, Freunde. Ich bin verwirrt. Da sind wir hergekommen. So müssen wir hier. Und den Dummi. Wir müssen uns den mal kurz aus. Das ist aber ein Schlüsselobjekt. Kann, da gucken wir mal da. Schlüsselobjekte, Dunkelmondring, da ist er. Der Ring des kalten Schwurs von Mondprinzessin Rani. Ein Ring mit einer bleiernen Vollmondperle. Der Ring, den Mondprinzessin Rani ihrem Gemahl geben soll, ist das Symbol eines eiskalten Eids. Da Rani eine himmlische ist, erhielt ihr Gemahl das Anrecht auf den Fürstentitel. In den Ring ist eine Warnung eingraviert. Wer auch immer ihr seid, entfernt den Ring niemals von diesem Ort. Denn die Einsamkeit danach gehört nur mir allein. Gut, das wird wieder. Es könnte
Parallelen zu Dark Souls 3 gäbe, da konnte man ja Anri heiraten. So zwischendurch. Eventuell könnte das auch wieder auf einer Hochzeit zwischen Anna und Rani. Allerdings halte ich das für ein bisschen problematisch. Ne? Obwohl heutzutage, ne, ist ja alles drin, ne? Zwischendurch. Oder es stellt sich raus, dass er gar keine Hexe ist, sondern ein Hexer. Wenn man sehe. Alles Vermutung, weiß ich nicht. Ist mir auch scheißegal. Ich will wissen, was da abgeht. Es geht wieder hoch. Alles klar. Verstehe ich. Geht weiter hoch. Ja, das habe ich gesehen. Wenn wir auch wieder irgendwo in Limbgriff rauskommen. Nee. Nicht einmal. Tiefer Brunnen der Einzel. Halt, da geht's raus. Da waren wir da aber schon. Mondlichtaltar. Ne, da waren wir noch nicht. Mondlichtaltar. Machen wir die Lampe an. Dann ist es wieder dunkel. Du weißt, wie es ist. Du siehst eh nicht so gut. Anna hat ja Kontaktlinse verloren. Das ist auch blöd. Ne? Ich meine, wie willst du denn da die Kontaktlinse wiederfinden? Das ist Talgnuspe. Aha. Sakramentsknospe wäre mal lieber gewesen. Okay, wir gehen. Wo sind wir dann jetzt? Jetzt wäre ich verrückt. Also es hängt wieder, hä? Ach nee, Freunde, warum immer? Gibt jetzt kleinen Absturz, Freunde. Oh Gott. Okay, ich muss cutte. Ja, cutte, weil ich muss es erstmal jetzt wieder zum Laufen bringen. Okay, da sind wir wieder, ja. War ein heftiger Absturz, musste neu starten und ihr kennt es ja, ne, wenn dann die Meldung kommt, das Spiel wurde nicht ordentlich beendet und bla bla bla. Okay, jetzt geht's aber wieder. Jetzt sind wir hier beim Dorf der Albinaurix. Das war eine weite Reise gewesen. Ne? Modsmäßige Teleporter-Seite. Mach die Lampe auch, Anna. Dunkel. Und hier ist aber wieder so ein Gebäude und ja. Würde ich sagen, wir schauen jetzt. Schauen wir kurz um. Geht da was? Was müssen wir jetzt eigentlich machen, ne? Der Verlauter. Vicky Lauda, habe ich das vergessen, ja? Wir können wir das Pferd rufen? Ja, komm. Mal kurz ein bisschen rumreiten. Tut sich immer, macht sich immer gut, wenn man sich bewegt, ne? Viel bewegt, ist, viele Bewegung ist gesund. Mondlichtaltar hat doch da gestanden. Der Scheiße, es hängt ja schon wieder. Okay, es hat wieder Konge, aber diesmal ließ sich ohne Neustart beheben. Ich muss das dann rausschneiden. Mondlichtaltar. Immer doch jetzt, oder ne? Oh, Schweinebraten heute Abend. Ne? Ist gut, dann doch nicht. Gnade berühren. Hier waren wir noch nicht. Da kann er unseren Kumpel rufen. Anna die Zweite. Lass doch mal das Bildchen da. So. Ganz langsam. Hat das was mit deinen Dinger da zu tun, oder was? Nein, ne? Was machen wir hier jetzt? Lass doch mal das Zeug rumliegen. Da, Schweinebraten. Aha, immerhin. Die Knochen haben wir schon. Aber was geht denn jetzt hier? Warte mal, muss doch irgendeinen Sinn haben, dass... Tiefer Brunnen der Einzel.
Dorf der Alben hinaus, müssen wir jetzt nochmal ins Dorf oder was? Mondlichtaltar. Mir muss doch auch irgendwas geben. Ich meine, das muss doch nicht sinnlos gewesen sein, oder nicht? Mal irgendwas suchen oder was? Das ist er doch. Da ist eine Burg oder was? Komm, dann gehen wir mal in die Burg. Oder Festung oder Ruine oder was auch immer. Oh oh. Schimmersteiner. Was? Adula? Komm, 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 komm. Nix Adula jetzt. Manus Keles Kathedrale. Sternenlichtsplitter. Von der Reune, ne? Gut. Noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Oh, da liegen sie rum, die Dinger, ja. Warte mal, ich geh mal runter vom... Gott, liegen da Sterne, Steinspinner, ja. Was ist denn da los? Du Scheiße, Freunde. Das ist nur mal... Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mitgezählt jetzt. Da liegt auch noch einer. Haben wir da jetzt das Ding entzündet oder... Gnade berühren, das können wir ja mal machen, ne? Ah, der Drache, der konnte draußen. Der Drache Eier ausbrüte. So viel wie er will. Okay, warten Sie mal, da ist auch noch. Oh, da ist die Höhle. Wow, du Scheiße, Freunde. Da geht's runter. Ach du Scheiße. Wo ist denn das Ding da? Komm, nehmen wir das noch mit. Noch einer, ja. Drache frei dahin. Ja. Sind sie Spazierer gegangen und haben die Nachthimmel betrachtet. Jetzt gucke ich noch einmal, ob da unten was liegt. Bei den Vögeln. Da liegt noch. Ah, noch ein Sternensteinsplitter, denke ich. Sieht nämlich so aus, wie Silphar. Ja, Sternenlichtspinner. Okay, alles klar. Und schon? Drache steht vor der Tür. Und hat seinen Rüssel im Hintern. Klasse. Finde ich klasse. Könnte man natürlich gegen den kämpfen, aber ich habe 22.000 Rune. Und ich gehe mal von dem aus, dass man uns irgendwie... Warte mal, hast du hinter der Altar geguckt? Nee, ne? Da liegt nichts. Okay. Also da geht's jetzt noch ohne? Zu Rani oder zu... Oh Gott, Scheiße, ja. Freunde, das ist nichts, ja. Ist schon der Boden da ohne oder? Ich hab Angst irgendwie, das fürchterlich ich. Kann man jetzt schon springen? Anaguru Moll, nehmen wir das Fängglas. Ach so, es geht. Kann man da wieder raus, ne? Oh, was liegt denn da? Ah ne, das ist nur Licht. Von außen scheint das Licht. Komm mal, nimm hier hoch. Klar, oder? Ach du Scheiße, warte mal. Was da jetzt wieder wartet auf uns? Wow, beinahe wäre ich da runter. Aha, wir gehen wieder zurück, oder was? Was sehen wir jetzt? Manus Keles. Es war Amund, glaube ich. Wer ist denn das? Das war nie. Money, money. Kleiner Chef, mach nichts. Ring tragen.
Bitte? Ich möchte einen Screenshot mal, das für die Ewigkeit festhalten. Ring tragen, was will denn... Heiraten? Sollen wir jetzt heiraten? Ist das, ja? Nicht ein bisschen jung für dich, Anna? Und außerdem gut als Haushaltshilfe, die hat ziemlich viele Hände. Das wäre schon was. Oh, das ist besser wie das, was ich gemacht habe. Hoffentlich ist es kein Boss jetzt, dass er uns die Levite lesen will. Taube vom Ende auch konnte sein. Du Scheiße, pass mal auf jetzt. Das ist ja der Dunkelmondring. Wird aber schon genau. Oh, die ist schon verheiratet. Das ist nicht schön jetzt. Bigamie oder was? Die redet aber nicht mehr schon. Verschwindet. Jetzt kann sie ihre Rache vollenden. So, it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee, travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Wo ist denn jetzt? Was? In der Sternenhimmel? In den Sternen. Okay. Dunkelmond, Großschwert. Okay. Groß, Schwert bedeutet, dass es groß ist. Anna, was geht? Guck dir mal das Schwert an. Dunkelmond, groß. Achtung, was du jetzt für Magie brauchst wieder. Dunkelmond, groß, Schwert. Schwer ist es nicht. Aber Weisheit 38. Was? Und Stärke und Geschick ein bisschen. Löst Frost aus. Aha. Ein Mondgroßschwert, laut alter Tradition, ein Geschenk der Königin von Karia an ihren Gemahl. Eine der legendären Waffen, Rannis Siegel ist der Vollmond, kalt und bleiern. Und dieses Schwert ist einer seiner Lichter. Einzigartiges Talent, Mondlichtgroßschwert. Haltet das Schwert in die Höhe und badet es im Licht des dunklen Mondes. Verkürzt magische Angriffe und erfüllt die Klinge mit Frost. Aufgeladene Angriffe entfesseln Mondlichtsalven. Aha. Okay. Ja gut, das ist natürlich nichts, wenn es nicht tragen. 38 weiß ein. Okay, warte mal, ich mache mal das raus. Das aussieht, wenn es dürfte nicht so. Das ist groß Schwert, aber es dürfte nicht so groß sein, alle bist falsch. Ah, das ist ein kleines Großschwert wahrscheinlich. Was? Trümmer Großschwert? Achso, das war das Leichte. Das ganz Leichte da. Ja, ich weiß. Da ist nicht mehr kann. Achso, guck mal, es geht aber, ja. Gut, muss. Oh, ist ein bisschen schneller. Geht nicht halt. Schade, ne, Freunde? Okay. Okay, ich würde sagen, das könnte sein, dass jetzt da Rani jetzt im Sternenhimmel verschwunden ist. Dass das mit Rani für mich abgeschlossen ist. Ich habe zwar jetzt nicht komplett, aber der Schluss ist ja eigentlich das Wichtigste. Okay? Okay, dann mache ich einen Cut und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dann geht's nämlich mal hierher. Falls ich es finde, ne, Moment.
So, da müsst ihr auch die Statue. Arianischer Leser, lassen wir endlich mal den Nivakum. Ich will nur wissen, was da los ist da eben. Okay? Okay, mach's dir bis dann, ne?